Hallo Hertha-Fans, herzlich willkommen aus Schladming. Ich stehe hier neben Basti Langkamp. Du hast gerade 60 Minuten in dir. Wie geht's den Beinen jetzt? Ja, gestern war schon sehr intensiv, haben wir sehr intensiv trainiert und heute haben wir dann versucht, so gut es geht umzusetzen. Ich glaube, das war heute schon in Ordnung. Haben es, glaube ich, ganz gut soweit gemacht und hoffen wir, dass die restlichen Elf das weiterhin so fortführen. Standards standen heute Morgen auf dem Programm und jetzt hast du gleich eingenetzt. Bist du damit zufrieden? Ja, jetzt habe ich ja wieder 2 Jahre Ruhe, weil ich ja vor 2 Jahren das letzte Mal getroffen habe. Nee, ich versuche das natürlich jetzt in dieser Saison so fortzuführen, dass ich einfach auch mal mit Standardtreffer, mit Kopfballtreffer einfach auch das ausgleiche, was ich die letzten 2 Saisons nicht so gut hinbekommen habe. Und deswegen muss ich auch einfach torgefährlicher werden bei Standards. Und ist heute ein guter Anfang, mehr aber auch nicht. Was war der Jubel? Der Jubel, der war ein bisschen ironisch gemeint. Alles klar. Und sonst im Trainingslager, kommt ihr gut zurecht mit der Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Wie seid ihr im Allgemeinen so drauf? Ja, es ist Tag 3, ne? Frag mich nochmal Tag 6. An Tag 6. Bislang ist es ganz gut. Haben wir, glaube ich. Thanks. Salah, man. Congrats, thank you. Haben wir das ganz gut soweit gemacht. Haben heute Abend da ein bisschen Abwechslung mit einer Berghüttentour, mit dem ganzen Staff, mit der ganzen Mannschaft. Ich glaube, das wird ganz cool. Eine coole Abwechslung auch. Und ich glaube, es ist auch immer nötig, dass man auch mal rauskommt aus dem Hotel. Viel Spaß heute Abend und gute Erholung. Danke, Basti. Vedat, dass du weißt, wo das Tor steht, das wussten wir ja schon. Aber wusstest du auch, dass Per solche Pässe schlagen kann? Natürlich. Per ist ein sehr guter Fußballer. Versucht es leider zu selten im Spiel. Aber heute hat es wieder gezeigt, dass er es kann. Ich weiß, dass er es kann. Und war eine schöne Aktion. Die direkte Vorbereitung kam von Matthew Lecky. Wie kommst du mit ihm zurecht im Zusammenspiel vorne? Ja, soweit sehr gut. Ich meine, das ist ein leichter Spieler mitzuspielen und bringt schon seine Qualitäten mit. Macht schon Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Super. Und heute Abend geht es noch ein bisschen weiter. Da kann sich ein bisschen ausgeholt werden. Freust du dich da drauf? Bist du erleichtert? Ja, ich bin gespannt, was so heute auf uns zukommt. Hoffe, dass wir alle zusammen ein bisschen Spaß haben. Sehr gut, Vedat. Vielen Dank. Karim, 3 days into Austria. How are you feeling? A little bit tired. We're training hard, but I think we finished a good game now, and I'm very happy that the result. You played for 60 minutes with 3 in the back and the formation going up front. How was that for you? So it was not really 3 at the back. You know, sometimes we can play with 4, but sometimes when we do a build up, and they press high, you know, then we can change to 3 or we find a way to play from the back. So yeah, sometimes it was 3. Are you getting to know the team a lot better now through these training camps as well? Yeah, of course. I knew them already, you know, because they're very open guys. They become good friends of mine. But of course, if you are together in for a week, you know, somewhere, then you get to know them better. Any more plans for the next 4 couple of days, or maybe for the next practice match? I think tonight we're gonna go somewhere with the team, you know, just to relax a little bit, and then we're preparing for the game on Saturday. Perfect. Sounds good, Karim. Thank you very much. Hallo Hertha-Fans, falls es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha, 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 Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.